Wenn du mit dem Augentraining starten möchtest, um deine Sehkraft endlich zu verbessern, bist du hier auf diesem Kanal Gold richtig. Ich zeige dir hier auf diesem Kanal viele verschiedene Übungen und Techniken, die du anwenden kannst, um deine Sehkraft schnell und effektiv zu verbessern, sodass du in 6 bis 10 Wochen 2 bis 3 Dioptrien weniger hast und deine Brille entweder komplett schon loswerden kannst oder einfach schon häufiger verzichten kannst oder einfach nur eine dünnere Brille brauchst. Es ist ja auch für den einen oder anderen auch interessant, nicht mehr auf eine so dicke Brille angewiesen zu sein. Und ich möchte dir heute mal zeigen, wie du auch im Alltag deine Sehkraft verbessern kannst. Und das ist so eine kleine Abwandlung. Das würde ich dir, wie gesagt, generell empfehlen für alle Übungen, die ich dir zeige. Und auch alle Teilnehmer von meinem Augentraining kennen das schon, dass du viele Übungen erstmal in der Theorie kennenlernst, auch gerne mal umsetzt, ganz statisch, ja, dass du das mit Sehtafeln ausprobierst. Und dann machst du noch den kleinen Schritt weiter und setzt die ganzen Übungen und Techniken einfach in den Alltag um. Und heute möchte ich dir genau das eben mal zeigen. Wenn du daran Interesse hast, von A bis Z eine Schrittanleitung zu erhalten, dann unterhalb des Videos mal gerne gucken. Dort habe ich dir meinen kostenlosen Workshop einmal verlinkt. Wir fangen an, indem ich dir erstmal genau zeige, welche Übung ich überhaupt meine. Und zwar, ich zeige dir das mit Hand dieser Sehtafel hier. Ich hoffe, du siehst sie. Denn diese Sehtafel ist so der Klassiker. Daran wird auch der Optiker messen können, ob du eine Sehschwäche hast oder eben nicht. Ja? Und wir nutzen einfach diese Sehtafel, um unsere Augen zu verbessern. Und natürlich fangen wir erst von oben an. Wir arbeiten uns Stück für Stück nach unten durch. Natürlich logischerweise, wenn wir die oberen Schriftzeilen gut erkennen, fangen wir dann irgendwann an, auf eine Zeile zu kommen, wo wir plötzlich die Buchstaben nicht mehr so scharf sehen. Ja? Und da ist jetzt genau der Trick. Wir versuchen uns an dieser Zeile festzubeißen, dass wir eben genau diese Zeile messerscharf sehen. Da gibt es verschiedene Techniken. Ich möchte dir jetzt genau eine vorstellen und sogenannte Schwingübung. Der eine oder andere, der mich schon länger verfolgt, wird auch genau wissen, welche ich meine, denn das ist einer meiner absoluten Lieblingsübungen und die nutze ich auch heute noch, um einfach im Alltag meine Sehkraft passiv zu verbessern. Egal, ob ich was scharf sehe oder eben nicht, ich nutze diese Übung, um einfach meine Augenfitness hochzuhalten, damit ich eben entsprechend nie wieder auf eine Brille angewiesen bin. Ja? Die Übung geht folgendermaßen, wie der Name schon sagt, schwingen. Also wir müssen entweder unseren Augen oder auch, wir können unseren Körper nutzen, indem wir einfach so ein bisschen machen, schwingen. Der Trick ist bei der Sache, dass unsere Augen währenddessen auch über diese gesamte Zeile schwingen. Und das kannst du gerne mal mitmachen, indem du beispielsweise dir ein Bild oder einen Punkt einfach in deinem Raum oder ein Objekt einfach raussuchst, dass du vielleicht nicht hundertprozentig scharf erkennst, aber so ein bisschen Schärfe sollte schon sein, nicht komplett unscharf, ja. Und natürlich solltest du die Übung auch ohne Brille machen, ja. Beginnst also dir die Zeile beispielsweise jetzt rauszusuchen und beginnst anzuschwingen. Ich mache das jetzt einfach mal vor, ja, muss nicht dolle sein, reicht in diesem Moment aus. Und du siehst vielleicht, ich bewege meine Augen auch von links nach rechts, ja. Wenn du dann kurz wieder innehältst, schließt kurz deine Augen, atmest mal kurz tief durch, versuchst dich zu entspannen, öffnest deine Augen und plötzlich erscheint diese Zeile gestochen scharf. Und wie gesagt, das Ganze transferieren wir jetzt einmal in den Alltag. Egal, wo du gerade bist, ob das in der Schule ist, auf der Arbeit ist, vielleicht auch im Auto oder in der Bahn, ja, wenn du dort sitzt, hast du vielleicht eine Anzeige, ein Bild, ein Straßenschild, sonstiges, vielleicht an der Tafel irgendeinen kleinen Text, den du nicht siehst. Und dann kannst du mal anfangen, entweder so zu wippen oder mit den Augen entsprechend ein bisschen mehr. Du kannst auch deinen Kopf ein bisschen bewegen, ja, dass es so aussieht, dass du quasi deinen Kopf bewegst, aber deine Augen gerade bleiben. Ja, du siehst es ja, ich schaue immer nur auf einen Punkt. Und dadurch kannst du auch deine Augenmuskeln flexibler gestalten. Das wird dir helfen, immer wieder, wenn du in eine Situation kommst, irgendwelche Signale, irgendwelche Straßenschilder unscharf siehst, dann wirst du genau mit dieser Technik langfristig deine Sehkraft verbessern können. Und so gibt es für jede Übung, die man macht, auch Alltagsübungen. Natürlich kannst du die so anwenden, wie du es möchtest. Wenn du eine neue Erfahrung gemacht hast beispielsweise, kannst du die auch gerne mit mir teilen. Freue ich mich auch immer wieder gerne drüber. Ich habe schon viel Feedback von meiner Community gesammelt und einfach auch dahingehend schon Übungen angepasst. Ja, einfach so gesehen, okay, das funktioniert besonders gut zum Beispiel. Und wenn auch du von meinem Wissen profitieren möchtest, dann wie gesagt, unterhalb des Videos ist der Link zu meinem kostenlosen Workshop. Dort einfach einmal eintragen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder ein bisschen schärfer. Bis dann, dein Patrick. Ciao.